Hier ist wieder Desmischel von YouTube. Heute stelle ich euch mal von DAZN die Legend Fire vor. Sag mal, viel Spaß jetzt mit dem Video. Den Blaster habe ich von Target USA mir bestellt. Das sind einer der wenigen, die noch nach Deutschland verschicken. Toys R Us macht es leider nicht mehr. Hier sind jetzt verschiedene Blaster zu sehen. Habe ich euch den einen oder anderen schon vorgestellt. Powerbolt habe ich gezeigt, Scorpion Commander. Jo, und hier unten links haben wir die Legend Fire. Rechts daneben die Magnum Super Trump, die habe ich auch noch bestellt. Hoffe mal, dass die demnächst dann eintrudelt, dann seht ihr die im Video auf jeden Fall. Ja, die Legend Fire kostet nicht viel, schlanke 15 Euro. Wäre ja ein super Preis, wenn das Problem nicht mit dem Versand und den Steuern wäre. Die kosten nämlich ja, doppelt so viel wie der Plaster, nämlich nochmal knapp 32 Euro kommen mit dabei und dann seid ihr nachher bei fast ja, 47 Euro. Ja, und so bekommt ihr die DAZN Legend Fire geliefert. Hier seht ihr den Blaster. Hier haben wir noch eine Reservetrommel. Hier unten sind die Darts. Auf der Rückseite kriegt ihr so ein bisschen erklärt, wie ihr das Ganze zu bedienen habt. Und da wollen wir den Blaster doch jetzt mal auspacken. Ja, und das war dann in der Verpackung drin gewesen. Einmal die Legend Fire Darts. Das hier ist die Befestigung für die Ersatztrommel und die seht ihr dann hier nochmal. Dann schauen wir uns mal den Blaster an. So schaut er aus. Verarbeitung ist gut, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Da kommen nachher die Darts raus. Und ihr seht ihr mal den langen Lauf. Pump Action, das heißt, ziemlich cool. So werden die Darts nachher verschossen. Das hier ist fest, das dient nur der Optik wegen. Seht ihr? Das könnt ihr nämlich nicht reindrücken. Und dann dreht sich hier die Trommel jedes Mal, wenn er den Griff hier nach hinten macht. Da kommen nachher die Darts rein. Die werden dann hier seitlich reingesteckt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und der letzte 9 Darts habt ihr in der Trommel. Ihr habt hier oben ein Rail. Man könnte aber nur in diesem Bereich etwas befestigen. Hier geht es nicht, weil, das ist das Coole auch, wenn ihr das nach hinten macht, könnt ihr den Blaster aufklappen. Seht ihr? Und dann könnt ihr die Trommel wechseln. Achtet darauf, dass, ihr seht es nachher nochmal beim Schusstest, der Pumpgriff immer nach vorne ist, weil sonst kann es passieren, dass dieses weiße Teil hier sich hier verklemmt und dann abbrechen könnte. So, kommen wir mal gerade zu dem Ersatzmagazin oder Ersatzdrommel. Das wäre die hier. Das ist die Halterung. Die wird einfach jetzt hier hinten drauf geschoben. Wenn ihr die wieder entfernen wollt, müsst ihr kurz hier, boah, wo habe ich ihn, mit dem Schraubendreher drunter gehen. Und dann könnt ihr das wieder abmachen. So, zack. Ja, und dann kommt hier einfach die Ersatzdrommel drauf. Die wird drauf gesteckt. Seht ihr? Und, Moment, war so rum? Nee, so ist falsch. Also ihr seht, so rum geht es nicht. Das ist nämlich zu groß, das Loch. Das müsst ihr dann so rum machen. Zack, so Ersatztrommel. Ja, genau. Also dann einfach hier nach hinten. Dann müsst ihr den Blaster aber dann so ein bisschen nach vorne klappen. Alte Trommel raus. Dann holt ihr euch die Ersatztrommel. Die steht schon ein bisschen ab, wenn ihr das hier seht. Die ist auf diesem Pin. Könnte man sich eventuell dann wegmachen. Aber nicht, dass es dann her zu locker ist. Ja, minimal. Also es stört nicht. Nimmt er dann raus, macht die wieder hier rein und dann nach hinten und dann könnt ihr weiterfeuern. Also schon ziemlich cool gemacht das Ganze.
Dann hier noch Legend Fire Schriftzug, so ein bisschen 3D-Optik, also kein Aufdruck. Hier Dart Zone, Aufkleber. Dann haben wir hier noch den Griff. Also mir gefällt die richtig, richtig gut. Schauen wir uns mal die Länge an. Wir haben circa eine Länge von jo, knapp 60 cm. Im Vergleich, nehmen wir mal eine Raider. Da seht ihr schon, die Raider, ich muss es mal so rum machen. So, wenn ich mal ganz hinten dran halte, ist vorne ein gutes Stück kürzer. Seht ihr? Dasselbe könnt ihr auch mit der Rampage machen, da tut sich nicht viel. So, mal ganz hinten dran gehalten und da seht ihr, ja, das sind vielleicht 10 cm. Raider kennt ihr ja alle. Die wird ja dann so geladen, so verschossen. Ist eigentlich vom Prinzip dasselbe, außer ihr müsst hier den Abzug immer betätigen. Und ihr habt hier einen Griff, einen länglichen, und hier habt ihr mehr so einen Pumpgriff. Hier nochmal so im Vergleich. Es gibt Kits zu kaufen. Da kann man die Rampage zum Beispiel umbauen zu einer, sagen wir mal, Pump Gun. Spaz 12 Mod nennt sich das jetzt hier. Da habt ihr hier hinten eine Schulterstütze. Die könnt ihr dann umklappen nach oben. Ihr müsst euch das hier wegdenken. Das habe ich nur der Optik wegen mal drauf gemacht, weil ich es ganz cool fand. Das war von meiner Schieler Modulus. Und hier vorne noch so einen anderen Lauf. Und dann habt ihr hier diesen Pumpgriff. Dann könnt ihr dann genau ja, die Darts mit verschießen. Ist nichts anderes. Dann, ja gut, bisschen größer, bisschen fetter wie bei der Legend Fire. Ja, machen wir noch einen kleinen Reichweitentest. Linke Pylone 15, die rechte sind dann 20. Wir fangen an mit den mitgelieferten Darts. Ich halte den Blaster jetzt erstmal gerade. Ich würde mal sagen, ungefähr 15 Meter. Wenn ihr den gerade haltet, ist halt mal ein bisschen schräger. Oh ja, bestimmt 25. So, jetzt wechseln wir mal. Der klemmt manchmal hier unten ein bisschen, also das will manchmal nicht raus. Das liegt aber da dran, passt mal auf, wenn ihr den Pumpgriff nicht ganz nach vorne schiebt, dann bleibt dieses weiße Teil da drin. Das heißt, einmal komplett nach vorne und jetzt könnt ihr den Blaster, oh, Moment, richtig schön aufklappen. Seht ihr da, drauf achten, weil das kann passieren, dass er das sonst abbrecht. So, oh, einer war noch drin, macht nichts. Jetzt holen wir uns hier die zweite Trommel. Na, so, zack, wieder rein. Das sind jetzt die China-Darts gewesen. Ja, so 13 bis 15. Oh ja, da gucken wir direkt mal nach, wie weit die geflogen sind. Ich finde das mit diesen Pump-Action irgendwie ziemlich cool. Einfach nach hinten, nach vorne, und da könnt ihr die Darts rausballern. Also gerade gehalten, sage ich mal, so 13 bis 15, vielleicht 16 Meter. Okay, die sind jetzt noch ein bisschen was gepurzelt. Hier ist die 15 Meter Markierung. Seht ihr, 15 Meter. Vielleicht fliegen die sogar noch was weiter. Ja, und schaut mal hier. Also das ist schon ziemlich geil. Kommt ihr auf jeden Fall über 20 Meter locker drüber. Hier haben wir sogar dann die 26 bis hier 27 Meter Markierung von der Reichweite. Und jetzt verschießen wir noch ein paar Nerf Darts. Hier haben wir jetzt die Nerf Darts. Immer darauf achten, dass er diese auch richtig reindrückt, weil sonst, seht ihr, können die hier vorne drankommen. So, wir haben alle richtig reingedrückt und dann halten wir mal wieder gerade. Oh, das waren 20er, ey, das ist Wahnsinn. Die Reichweite ist echt genial. Boah, auch wieder über 20, auch über 20. Wahnsinn, also das Ding hat echt ziemlich Power. So, noch einen. Ein paar wieder China-Darts, diesmal in Gelb. Ja, die flogen jetzt nicht so weit. Sind halt ein bisschen schwerer, dafür fliegen sie genauer. Weil wer schießt denn da auf 30 Meter auf einen von der Entfernung her? So,
Hier haben wir wieder die 15 Meter, habt ihr eben gesehen. Ja, sind hier so im 15er, ich sag mal so 17 halber Bereich gelandet. Und die Nerf Darts sind auch ziemlich weit geflogen. Was haben wir denn hier so? Schreck gehalten. 24 und da haben wir auch noch einen. Der hat sich hier bei den anderen mit so dabei gesellt, ein bisschen abseits, hier bei der 26 Meter Marke. Jo, jetzt habe ich euch von Dartzone die Legend Fire auch mal kurz vorgestellt. Abschließend sagen, super genialer Plaster, ordentlich verarbeitet, sieht richtig schick aus. Ist ein bisschen größer und das Coole ist halt der Pumpgriff hier unten drunter, wo ihr die Darts mit rausballern könnt. Und sind die dann leer geschossen, könnt ihr das Magazin ganz einfach wechseln. Zack, und so habt ihr dann 18 Schuss am Mann, also 2x9. Ja, passt Nerf-Zubehör drauf, wollte ich noch zeigen. Hier vorne haben wir dieses kleine Mini-Rail. Also man könnte was drauf schieben, aber ihr seht, hier ist Ende Gelände. Und macht auch keinen Sinn, weil, ich zeige es euch mal, wenn ihr nachher die Ersatztrommel drauf habt, sieht das so aus, wenn ihr zielen würdet. Die verdeckt nämlich von der Sicht dann zum Beispiel das Red Dot. Also würde ich weglassen, der Blaster ist schon so cool genug. Wollte ich euch heute mal vorgestellt haben. Schade halt, dass es den noch nicht oder vielleicht überhaupt nicht in Deutschland gibt, weil er ist halt super genial, auch von der Reichweite her und super günstig. Also zu dem Preis würdet ihr bei Nerf niemals so einen Blaster finden. Ist echt schade. Ich sag nur Mastodon 120 Euro. Ja, der war mir heute wichtiger. Morgen Montag stelle ich euch dann noch die aus der Minace Alien Reihe vor von Nerf. Sind jetzt nicht so pralle. Ich hatte eben schon mal einen Schusstest gemacht. Rest vom Video kommt dann noch. Auf jeden Fall, wer die Videos sehen will und mich noch nicht abonniert hat, das war wieder der Testmittel von YouTube. Das habe ich mich verlabert. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Sonntag.